Und dann vielleicht noch so Unterwasserlampen. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil. Boah, das sieht voll geil aus. Darf ich das mal sagen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Im neuen Aquatic DLC haben wir bereits es geschafft, fast alle Tiere aus dem neuen DLC in unseren Zoo zu holen. Es fehlt nur noch ein einziges Tier, und zwar der Braunglattstirnkaiman. Was für ein Name, so lang wie das Tier. Nein, wenn es mal so wäre. Genau, den holen wir uns jetzt rein. Der braucht aber tatsächlich als exotisches Tier natürlich warme Temperaturen, und wir befinden uns hier ja in unserem Aquatic. Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass das Wasser warm ist. Das ist ja jetzt auch neu im DLC. Man muss jetzt mit solchen Wassertemperaturstationen dafür sorgen, dass das Wasser nicht zu kalt ist, wenn man sich exotische Tiere in den Zoo holt. Das machen wir jetzt auch mal. Ich baue die jetzt einfach mal hier so unterirdisch wieder auf, neben der Stromanlage, die ich hier schon für die Toiletten platziert habe, die sich schon so ein bisschen in der Nähe des Geheges befunden haben. Genau, da machen wir da auch gleich noch eine weitere Wasserreinigungsanlage hin, das passt. Wenn ihr Planet Zoo feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da, und wenn ihr die vorherigen Folgen auch zum neuen DLC verpasst haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die komplette Playlist verlinkt, damit ihr nichts verpasst, wenn ihr was verpasst haben solltet. Genau, da könnt ihr gerne reinschauen, und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, was wir hier so bauen. Wasserreinigung, Wassererwärmung und Energietransformator, genau. So, das müsste ja eigentlich vom Radius her beide jetzt abdecken hier, beide Anlagen. Dann können wir, glaube ich, hier die Anlagen dann wegmachen. Ich lasse die aber jetzt trotzdem erst nochmal da. Und dann mal die Kaimane in ihr Gehege lassen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich verhalten. Und es ist übrigens so, dass die Kaimane nur jeweils ein Männchen und ein Weibchen vertragen im Gehege. Also, wir könnten jetzt noch versuchen, ein Männchen noch zu bekommen. Tier ist entkommen. Oh. Die Kegelrobbe ist entkommen. Wie hat sie das denn gemacht? Hä? Wo? Ach, nicht hier unten, oder? Ey, so haben wir nicht gewettet hier. Raus da! Sofort raus da! Das ist wieder so eine Hitbox-Sache hier. Planet Zoo ist ja dafür bekannt, durchaus auch mal rumzubacken. Also nicht nur, wenn man Unterwassertunnel baut, backt Planet Zoo rum, sondern auch normal, wenn es darum geht, die Tiere im Gehege zu halten. So, genau, ich wollte jetzt eigentlich nochmal hier, Kaimane suchen, genau. Das Blöde bei den Kaimanen ist, die Männchen gibt es scheinbar nur gegen Arterhaltungspunkte. Die gibt es gar nicht für Geld. Und da bei Arterhaltungspunkten gibt es irgendwie haufenweise Albinos. Ah, hier ist ein Männchen. Luis. Gleich mal verlegen hier. Gleich mal rein mit dir, Luis. Luis! Sehr schön. Die Zeit läuft? Ja, die Zeit läuft, genau. Ja, sehr schön. Da kommen sie, da kommen sie. Da kommt die Kiste angelaufen. Kaimane, Kaimane. Meine lieben Freunde, Kaimane, lauf. Lauf, du Handlanger, lauf, renn. Beeil dich, schneller, los, zack, zack. Viele Gäste denken, dass die Ticketpreise günstig sind. Viele Gäste sind Idioten. Gleich mal hochdrehen. 42 und 40. Mann, irgendwann sind wir bei 100 Dollar angekommen, ey. Und dann beschweren sie sich immer noch, dass es zu günstig ist. So, jetzt rein da damit. Los. Zack, zack, zack. Grizzlybär steht kurz vor der Inzucht. Diese Bären immer, diese Inzüchtigen. Rein mit dem Kaiman, los. Da bin ich mal gespannt. Krankheit ist lebensbedrohlich. Ja, ja. Immer diese Warnungen hier. Weg damit. Da ist er! Oh, ist der klein? Ich habe so ein riesiges Gehege gebaut für so ein kleines... Für so ein kleines Tier. Unglaublich. Na toll, du bist viel zu klein. Kannst du mal bitte größer sein? Ich dachte, du bist so ein riesiger Apparat. Ich dachte, du bist einer von den großen Apparaten. Aber du bist ja ein ganz niedlicher. So, warte jetzt. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Jetzt ja, genau, ich wollte gucken, was der so für Anforderungen hat. Was will denn der so haben? Oh, guck mal, Pflanzen sieht schon mal ganz schlecht aus. Da hurische Lärsche. Da hurische Lärsche muss schon mal raus. Das ist schon mal kacke. Das finde ich schon mal nicht so attraktiv. Und was willst du noch? Wichtige Anforderung erfordert Aufmerksamkeit. Ja, alles erfordert hier Aufmerksamkeit.
Die Wölfe sterben weg. Immer noch. So, jetzt müssen wir hier mal erstmal. Jetzt muss ich mich erstmal hier um die Kaimane kümmern, ja? Ich kann mir nicht um alles kümmern. Gras lang muss jetzt entfernt werden. Da ist zu viel drin. Wir brauchen mehr Erde. Dann machen wir mal hier gleich mal mehr Erde rein. So. Genau, weg mit dem langen Gras. Aber Kotzgras wollen sie haben. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir davon auch ordentlich was am Start haben. Ein bisschen Kotzgras. Ich mache hier vorne Kotzgras. Genau, und dann sollte das eigentlich schon passen. Ja, guckt euch das an. Das sieht doch schon sehr gut aus hier. Fehlt noch irgendwas? Nee. Schnee wollen sie nicht haben. Da müssen wir unbedingt das ganze Ding überdachen, weil wir sind ja hier im Tundra-Arktik-Weihnachtszoo. Und wenn es anfängt zu schneien, würde das bedeuten, dass die Tiere sich nicht wohlfühlen. Es sei denn, der Schnee würde schmelzen. Das könnte natürlich sein, dass das dann wieder klappt. Pflanzen sind jetzt natürlich noch ein Problem. Da müssen wir mal gucken. Was wollen die denn eigentlich haben? Biome, Tropen, Graslandschaft, gemäßigt aquatisch, Südmittelamerika. Okay. Also, da gucken wir doch gleich mal hier. Biome, aquatisch, gemäßigt, Graslandschaft, Tropen. So, Graslandschaft, Tropen und Südmittelamerika. Ja, das muss jetzt nicht, oder? Ja, doch. Machen wir Kontinent auch noch. Südmittelamerikanisch, genau. Dann sind ja im Endeffekt dieselben Pflanzen, die der Otter eigentlich auch braucht, würde ich jetzt mal behaupten. So, warte mal, mach mal das aus. Genau, und dann schieb mal hier die Pflanzen hier. Schieb die mal so auf die Höhe. Machen wir mal erstmal hier so diese Wasserpflanzen. Genau. Das bleibt jetzt ja auf der Höhe. Ja, mal hier so welche hinsetzen. Hier so. Schön Wasserpflanzen verteilen. Das ist, glaube ich, schon ganz nice. Das kann ja ruhig auch so ein bisschen so ein dichteres Netz aus diesen Dingern sein. Dass wir so ein bisschen so einen sumpfigeren Look erzeugen. Hier auch so kleinere mal, so kleinere Varianten. Das ist ein bisschen wie Subnautica gerade. Below Zero mit diesen Lilypads. Das ist das Deep Lilypads Biom, was wir hier jetzt gerade bauen. Nicht schlecht. Ist schon irgendwie witzig. So, dass sich das so ein bisschen ausbreitet auch. Dass es ein bisschen so zusammenhängend ist vielleicht. Dann haben wir die hier noch. Schön ein bisschen randomisieren ist ganz wichtig. Da fehlt jetzt immer bei Planet Zoo so ein bisschen so ein Pinsel, finde ich, den man dann so benutzen kann, dass man das ein bisschen schneller verteilen kann. Man muss halt immer jedes Objekt gefühlt immer einzeln setzen, so. Das macht es immer so ein bisschen anstrengend, finde ich. So, ich hoffe, das sind die richtigen Pflanzen. Aber ja, es geht schon in die Richtung. Auf jeden Fall. So, dann machen wir mal hier so ein bisschen so. So kleinere Ameisenbäume und sowas können wir mal setzen noch. Weil so viel Vegetation wollen sie jetzt an sich auch nicht haben, muss man mal sagen. Vielleicht hier mal ein paar Farne noch hinsetzen. Auch mal eher so hier vorne vielleicht. Genau, und wir wollen ja auch, dass die Besucher die Tiere dann auch so mehr oder weniger noch besser beobachten können. Also unter Wasser ist zwar ganz nice, ne? Mangroven sind vielleicht auch ganz cool. Mal so ein bisschen hier so am Rand auch mal was Größeres. Genau, so eine schöne sumpfigere Landschaft so ein bisschen. Ist ja quasi Urwaldlandschaft. Also hier diese, wie sagt man da? Tropen. Ne, nicht Tropen. Aber doch Tropen. Tropen schon. Ist ein bisschen sehr tropisch für unseren Weihnachtszoo. Aber Weihnachten wird ja auch in der Südsee gefeiert, habe ich gehört. Kann durchaus so sein. Netzantione. Ich bin von der Höhe her ein bisschen tief, glaube ich. Muss ich ein bisschen gucken. Ich baue die ein bisschen sehr in den Boden rein, die Pflanzen gerade. Genau, und dann hätten wir ja auch noch so Bäume hier.
Ombu-Baum. Na gut, der ist ein bisschen sehr monumental. Den können wir mal hier hinsetzen. So, das müsste pflanzentechnisch erstmal schon so ein bisschen wenigstens dafür sorgen, dass sie sich wohler fühlen. Hier, genau, unter Wasser, Wasserschraube, genau, sowas. Das müssen wir mal setzen hier. Schön hier so um die Futterbox, da wo das Futter rauskommt. Die ganze Wasserfläche hier unten muss mal ein bisschen gestaltet werden hier. Da fehlt halt wirklich ein Pinsel. Also ich finde, da würde ich wirklich gerne diese Pflanze nehmen und die einfach über die Oberfläche bepinseln. Ich würde mich gerne bepinseln. Wasserhyazinthe, auch da weiß ich nicht genau, ist das jetzt eine Wasserpflanze oder nicht? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oder wo wächst die? Wächst die halt an der Wasseroberfläche oder nicht? Coinplorn. Ich setze die jetzt einfach mal hier so unter Wasser. Vielleicht so auch so ein bisschen entlang des Tunnels. Guck mal, da wird's schon, geht's schon langsam in den grünen Bereich jetzt. Das zieht auch die Qualität des Geheges wieder ein bisschen weiter hoch. Vielleicht noch ein paar Felsen auch verteilen am Boden. Das könnte auch noch ganz schlau sein. Warte mal hier. Aquatische Felsen hatten wir doch. Da muss ich natürlich jetzt hier wieder die Filter wegmachen. Genau, hier diese Felsen, sowas. Das ist doch mal ganz schön hier, wenn da mal zwischendurch auch ein bisschen was rumliegt. Oh, jetzt habe ich das geküsst, das wollte ich nicht. Dann passt das auch ein bisschen besser zu unseren Eingängen da. Ist ja auch mal ganz nice eigentlich. Bisschen so randomisieren wieder, ganz wichtig. Genau. Und vielleicht auch mal einen toten Baum oder so. Aquatisch, unechter Fels, Baumstumpf. So ein toter Unterwasserwald, das wäre vielleicht auch ganz cool eigentlich. Ja, das hat irgendwie was, wa? So ein toter Unterwasser-Urwald, so ein überfluteter. Ja, da muss ich mal hier an Oberfläche ausrichten machen. Ja, genau, guck mal. Ah, das snappt. Nein! Da doch nicht hin. Das snappt sogar, guck mal. Das ist ja geil. Ich kann da Äste dran bauen. Da sind Snap-Points dran. Ist ja verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das an. Da kann man sich mal schnell so einen toten Wald unter Wasser zusammenbauen. Das ist ja voll cool. Oh, so ein Bogen. Ja, so ein Bogen. Genau. Nice, nice. Und dann hier mal so Steinplatten. So aufgeschichtete Steinplatten, das ist auch immer ganz nice. Warte. Ja. Ja, okay, das ist ein bisschen. Muss ein bisschen gucken, dass das nicht ganz unlogisch aussieht, vielleicht. Ach ja, warum nicht? Kann man doch mal machen, eigentlich. Nice, nice. Toll, toll. Wie sieht denn das aus so? Wenn wir da mal jetzt Play drücken. Nimm das mal weg. Ich speichere, glaube ich, mal. Ich speichere, glaube ich, mal den Unterwassergang. Quatsch. Wird gespeichert. Dankeschön, ja. So. Dann machen wir mal Play. Oh ja, yeah. Also als Besucher muss ich sagen, das finde ich schon ganz geil, wenn ich hier als Besucher langlaufe. Eine Unterwasserwelt. Jetzt können wir doch hier eigentlich die Einrichtung hinbauen für. Hier genau. Die Monitore und sowas. Warte. Genau, guck mal. Das ist doch nice. Strom müssten wir ja auch am Start haben. Haben wir ja gerade eben erst gesetzt. Ist nur gar nicht so einfach, hier die Lautsprecher hinter die Bildschirme zu kriegen. Warte, ich muss die ja. Ich kann die ja auch eigentlich an die Decke setzen. Fällt mir mal gerade so auf. Genau. Huch, warte. So, und jetzt. Glatzstirnkeimann, genau. Jawohl. Und dann warte, hier auch noch mal Glatzstirnkeimann auswählen. Beenden. Genau. Das ist schon ein bisschen geil, wenn ihr mich fragt. Hier fehlt noch die Auswahl. Sauberkeit des Geheges stellt Krankheitsrisiko dar. Ja.
Krankheit ist nur lebensbedrohlich, sind immer noch die Wölfe, die hier Probleme machen. Und dann vielleicht noch so Unterwasserlampen. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil. Boah, das sieht voll geil aus, darf ich das mal sagen? Das ist voll cool irgendwie. Jetzt muss nur der Kaiman mal ins Wasser gehen, dass man den noch mal sehen kann. Das ist wie ein Jurassic Park. Riesiges Gehege. Kleines Tier, so, kaum zu sehen. Ich gebe zu, ich habe es vielleicht ein bisschen vom Maßstab her ein wenig zu groß gemacht. Haben die schon Junge gekriegt? Haben die schon Jungtiere hier ausgewachsen? Warte mal. Habe ich gerade. Ich habe zwei Weibchen reingeholt. Okay, ich weiß nicht, ob das gut geht, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal gucken. Es kann sein, dass die sich nicht vertragen. Tier ist entkommen, was? Ach, der Pinguin schwimmt schon wieder übers Holz. Ja, toll. Wieso? Wieso brichst du einfach durch die Wand aus? Notfalleinfangung. Und Luftblasen soll ich noch platzieren, ja. Aber ich muss sagen, ich finde das schon echt geil. Alter, diese Nachrichten, die nerven aber auch ganz schön, ne? Das ist auch echt mega nervig. Ja, dann tut halt was, ihr blöden Tierärzte. Macht halt was. Wofür habe ich eigentlich Tierärzte? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ah, ich krieg die Motten. Was machen die den ganzen Tag? Chillen die den ganzen Tag oder was machen die eigentlich? Ich baue jetzt hier eine Tierpflegestation irgendwo hin. Eine Tierarztpraxis. Da müsste eigentlich sogar eine sein irgendwo. Ich baue jetzt hier eine hin. Direkt neben das Wolfgehege. Mann, oder nee, warte, eigentlich ein bisschen zentraler müssen wir die eigentlich aufbauen. Eigentlich am besten so hier hin. Da so hin. Denn die rennen da immer nach unten immer. Hier Einrichtungen. Mitarbeitereinrichtungen. Tierarztpraxis, wo ist sie denn da? Ja, nehmen wir ruhig die. Obwohl, warte mal, wir können ja mal gucken, was gibt es eigentlich so für Designs? Das ist mal eine gute Frage. Klassiker Tierarztpraxis. Ja, warum nicht? Komm. Machen wir das mal so. Ja, das ist gut, genau. Oder warte. Mach's mal. Ja, da war's gerade. Ja, mach's mal so. So. Sehr schön, genau. Dann haben wir da eine Tierarztpraxis und dann können sie sich nicht beschweren. Dann haben sie einen kürzeren Weg. Dann können sie die Wölfe direkt versorgen. Ist doch nice. Und ich stelle am besten gleich noch ein Tier. Obwohl, wir haben. Wie viele Tierärzte haben wir eigentlich? Wie viele Tierärzte haben wir? Alter, wir haben so viel. Wir haben drei Tier. Wir stellen mal noch einen ein. Die scheinen ja nicht nachzukommen mit den ganzen Krankheiten hier. Tiere, Kadaver entfernen, Tiere transportieren, entkommenes Tier betäuben, Tier behandeln. Nee, keine Veterinärforschung. Genau, das sollst du nicht machen. Genau. Sehr schön. Dann haben wir das Problem doch auch gelöst. Hoffe ich zumindest. Kein Mensch interessiert, dass da ein Pinguin ausgebrochen ist. Ja, die haben sich ja auch gut getarnt. Die haben sich gut angezogen, dann fallen die gar nicht mehr auf. Beleuchtung. Mach die mal hier unten hin, so am Boden hier. Das sieht echt aus wie so ein Unterwasserbasistunnel so von Subnautica jetzt. Konnte man nicht auch die Helligkeit einstellen? Von was jetzt die Helligkeit einstellen? Man kann jetzt Lampen auch immer leuchten lassen, nicht nur nachts. Ach so, okay. Ich sag nur Mac, ja, so ähnlich. Boah, das war auch so ein dummer Film, ey. Alter, das Ende, ey. Wo die da noch mit diesem Hubschrauber da, wo der dann ankommt hier mit dieser TV-Crew und die einfach so dumm abgestürzt einfach. Da war nicht mal der Hai, das waren die einfach selber, so dumm waren die. Es gab so viele dumme Figuren in diesem Film einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Als ob der IQ, der ohnehin schon im Durchschnitt niedrig ist, noch mal um 50% gesenkt wurde. So ein versunkenes altes Holzschiff. Ja, sowas ist auch cool. Tja, man kriegt nur leider nie einen Kaiman zu sehen, weil die einfach so klein sind. Ich hätte das Becken ein bisschen kleiner wählen sollen, glaube ich. Ich dachte, die wären größer irgendwie. Ich dachte, das wären richtig große Tiere so. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie das anders kalkuliert, aber naja, gut. Das Holzschiff gibt es doch. Es gibt ein Holzwrack oder was? Ein Holzschiffwrack? Wie finde ich denn das? Das meint ihr hier wahrscheinlich, wa? Ach du Scheiße, ist das riesig. Oh Gott, ich glaube, mein Rechner ist abgestürzt. Ah, nee, okay, nee, alles gut. Wow. Okay, krass. Ja, ey, das ist aber geil. Das können wir auf die andere Seite stellen. Ist nur blöd. Ich muss die Eisdinger da wegmachen noch. Warte mal. Das ist cool, ja, das stimmt. Da habt ihr völlig recht. Warte mal, wir nehmen es mal nach oben. Nehmen Sie es nach oben, so.
Und dann bearbeite ich einfach den Blaupause, genau. Den Blaupause. Und dann entfernen wir das einfach. Dann sind die Wikinger aber ganz schön weit in den Amazonas vorgedrungen. Da haben die es aber weit gebracht, ey. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir alles weg, wa? Ja. Beenden und dann nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Versenkt es! Ah, wie tief setzen wir das denn da rein? Ja, so, dass das so hier so. So. Ah, geil, wie das oben noch rausguckt. Aber man sieht es kaum. Schade, dass man das Wasser nicht ein bisschen einstellen kann noch. Dass man ein bisschen sagen kann, Wasser bitte etwas klarer noch. Haie wären auch geil. Ja, aber Fische gibt es. Also so Haifische und so richtige reine Wassertiere gibt es noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann im nächsten DLC noch kommt. Ocean DLC oder so. Das ist bestimmt das nächste, was kommt. Ich meine, es gibt jetzt ja schon Unterwasser-Futterstationen und sowas. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao.